So, wieder mal versuche ich jetzt was aufzunehmen. Es ist jetzt schon dritte oder vierte Versuch wieder. Obwohl ich neue Treiber installiert hatte und so weiter, hat es nicht funktioniert. Es gab trotzdem einen Absturz. Dann habe ich noch mein anderes Paket wieder installiert. Aber dann war meine Grafikkarte weg und ich hatte noch dieses Standardteil und da ging gar nichts mehr. Jetzt habe ich wieder den Treiber drin, den ich ganz zu Anfang hatte. Also wieder diese neue Version und ich weiß nicht, ich hoffe einfach mal, dass erstmal nichts passiert, dass ich wenigstens eine Folge aufnehmen kann. Also anscheinend wird das nichts. Ich muss, glaube ich, irgendwann eine neue Grafikkarte holen, weil das ist ja irgendwie voll kacke. Weil jedenfalls beim letzten Mal wusste ich ja nicht, wie ich jetzt hier rüberkomme, aber jetzt weiß ich es. Guckt mal! Und zwar einen schönen Doppelsprung, den es an sich in so gut wie jedem Spiel gibt, aber ich wieder nicht drauf komme, ihn zu benutzen. So, ich habe jetzt mal die Spielerhilfe angestellt, weil soweit war ich dann auch mal gekommen und ich wusste nicht, wie ich rüber kann. Aber jetzt wissen wir es und slayen dann mal voll drüber. Das Begrüßungskomitee. Krieg? Warum stellst du dich nicht selbst vor? Ich mag den Begleiter, aber ich mag die Zombies nicht. Boah, das gibt Seelen. Wo bin ich hier? Ja, hier. Ah, die kommen hin, dass irgendwelche Löcher gekrochen. Aber Finisher kann man mit denen anscheinend nicht machen. Schade. Ich glaube, das war's, oder? Nee, das war einer. Boah, nicht zu nah an den Rand. Keine Lust runterzufallen. So, hier ist nichts weiter. Dann wird es dann hier weitergehen. Weil von hier auf wollen die ganzen anderen Zombies kommen. Hier! Was war das jetzt? Hat er das gemacht? Hangel, Hangel, ach, ja klar. Ups. Kriegshandschuhe leuchtet in der Nähe von interaktiven Objekten, zum Beispiel Kisten und Türen. Drücken Sie B, um sie zu aktivieren. Okay. Aber erstmal hier kaputt schnetzeln. Der will nochmal. So. Jetzt aber, oder? Ja, jetzt ist frei. Jetzt schieben wir mal das Türchen auf. Oh. Sah jetzt nicht so gesund aus. Drücken Sie, um sich ins Gym schnell zu bewegen. RB? Hä? Nicht gut. Oder war's gut? Nee, war nicht gut. Das RB. Rücken B. Ist das A. Verstehe. Oh, ein ganzer Raum voller Zombies. Na herrlich. Okay. Der geht. Oh. Das Riesenvieh wieder. Ja, komm. Ja, der ist schwer.
Der ist echt fies. Lach nicht. Scheiße, wird da weg der Sch. Oh, kacke, ich bin gleich tot. Ja, ich weiß. Brauchst nicht zu pochern. Ausrüstung und Zorn. Wie funktioniert das nochmal? Info Y. Ja, wie setze ich das ein? Info? Ach. Warte mal. Ah, genau so. Alles klar. Habe ich den Dicken immer langsam fertig? Warte. Ah, genau so. Alles klar. Ich muss unbedingt lernen, ja schnell sowas einzusetzen. Wenn das nämlich zu lange dauert. Ich hoffe mal, das sieht man nicht, dass hier immer so ein also bei mir ist immer so ein so ungefähr auf der Hälfte des Bildschirms immer so ein Schlier, sag ich jetzt mal. Ich hoffe mal, das sieht man nachher in der Aufnahme nicht so. Ich habe bestimmt Objekte verschieden im Spiel, freistehende Dinge. Ja, okay, B ist unsere Interaktionstaste. Schieb, schieb, schieb. Oh, hier hört sich schon, hier krummelt doch schon wieder irgendwo. Kann ich wieder lang? Ja, kann ich wieder lang hangeln. Warte mal, drücken Sie. Ach so. Mach ich doch. Ach man, dann macht's ja nicht so. Warte mal. Gerade habe ich es doch hinbekommen. So, jetzt musst du dich so bewegen und dann so. Ach so. Nee. Ich krieg's nicht hin. So, schön. Doppelsprung. Ach, könnte ich mich immer darüber ärgern, dass ich was Einfaches wie ein Doppelsprung. Dass ich darauf nicht gekommen bin. Aber versucht Autos zu benutzen. So als Wegübergang. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass sie mir gleich die Grafik abschmiert. Boah. Aber richtig. Was ist das? Das ist nix. So. Klettern wir mal hier hoch. Genau. Ich krieg's langsam hin. Langsam krieg ich's hin. Gott sei Dank hat er sich noch festgehalten. Ah, hier scheint es wieder nach draußen zu gehen. Das Dumme ist, ich sehe, ich weiß gerade nicht, wie lange ich jetzt aufnehme. Autsch. Bin ich jetzt hier gerade noch in Ruhe? Daten. Spiel speichern. Mal sehen, wie lange war das jetzt? Okay, es sind gerade mal keine 10 Minuten, dann kann ich ruhig noch ein bisschen. Noch nö. Aber ich habe das jetzt nicht gerade zu früh eingesetzt, weil ich denke, das ist sehr gut, wenn man gegen mehrere Gegner kämpft, die gerade nah beieinander sind. Aber das geht ja jetzt gerade noch. Oh, nee, noch mehr oder was? Och nö! Noch so ein Scheiße. Das geht mir zu schnell gerade. Scheiße, gerade zu wenig von dieser komischen Energie. Und Finisher. Ja, voll in die Fressleiste.
Okay. Sag mal, was hat er gesagt? LB und dann alle vier Tasten, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist. War mir jetzt ein bisschen zu schnell. Oder wo muss ich jetzt lang? Da muss ich lang. Glaube ich. Ja. Sieht gut aus. Sieht sehr nach weiter aus. Ja, sieht sogar sehr nach weiter aus, so wenn ich mir zurück kann. Das, wenn das jetzt so mit der Grafik bleibt, fände ich das ganz toll. Das fände ich ganz supi vom Spiel und auch vor allem von der Grafikkarte, wenn das so bleibt. Ich habe nichts dagegen, wenn das gleich wieder diese Pixel kommen. Dann kann ich wenigstens noch abspeichern und so. Wenn das andere kommt, muss ich den PC ausmachen, ohne zu speichern und die Audio. Also, was Fraps aufnimmt, wird zwar gespeichert, aber die Audio nicht. Beziehungsweise ich kann es nicht mehr herstellen. Was das denn? Oh, das ist wie Heilungsding. Oh, ich habe so ein ganz böses Gefühl, wenn da so eine große Kiste schon kommt. Die Kreuzung. Wie lange war ich fort? In Erdenjahren? Ungefähr ein Jahrhundert. Lange genug, dass die letzten Mundatmer aussterben konnten. Dann ist das dritte Königreich verloren. Fast nicht kommen gehört. Fulgrim. Der Rat hat mich also endlich ernst genommen. Wenn das so ist, wirst du sicher nicht mit leeren Händen kommen. Sonst wird dies die kürzeste aller Vorstellungen. Da waren ein paar junge Leute. Spektakulär. Du willst wissen, welche Macht hinter dem Zerstörer steckt? Du wirst die Antworten und die Quelle seiner Macht dort finden. Hast du es so eilig zu sterben? Du bist nicht einmal ein Schatten deines früheren Selbst. Du würdest nicht einen Moment überleben. Abgesehen davon ist der Weg zu dem Turm durch Dämonenmagie verhüllt. Nicht einmal ich kenne den Weg. Wer kennt ihn? Stille meinen Hunger. Dann stille ich deine Neugier. Sammle die 500 Seelen. Mann, ist der gefräßig. Ein Gegenstand der Monde, die Lage, alle Truhen umfüllt, auf der Karte enthüllt. Ah. Im Chronikbereich. Warte, gleich habe ich's. Jetzt habe ich's. Charakter? Wo ist denn der Chronikbereich? Ach so. Okay, kriege ich jetzt gerade irgendwie nicht hin. Ist ja gut, der macht mit seinen Geräuschen mir ein wenig Angst. Aha, hier haben wir es. Okay, das ist jetzt nur hier Zoom, Welt, Werte, Tipps. Ach, hier kann ich nochmal die Tipps nachgucken.
Na, das werde ich mir gleich später nochmal zu Gemüte führen. Werte, Gesamtspielzeit, Zeit im Kampf, Kills. Ach, das finde ich cool. Zurückgelegte Distanz, nächste Kombination, vergossenes Dämonenblut, ist ja richtig geil. Das ist jetzt hier, kann ich jetzt aber keine Chronik aktivieren. Mir aber auch Wayne. Ich weiß, irgendwie finde ich diesen Dämonencharakter immer cool, auch unseren Begleiter. Finde ich total cool. Der war wieder summt. Ja, willst du was sagen? Ich habe mich so das Gefühl, dass er was sagen will. Ich glaube, ich weiß, was er sagen will, aber ich sag's nicht. Ja, jedenfalls werde ich, glaube ich, hier erstmal jetzt speichern. Ach, das sind schon wieder Zombies. Weil ich habe jetzt wirklich Bange, dass mir das gleich abschmiert. Aber 100 Jahre, ich frage mich echt, wie diese Zeitrelationen da sind. Er scheint da ja unten in dieser Unterwelt oder was das jetzt war, nicht ganz so lang gewesen zu sein. Ach, ich muss es auch übernehmen, ich Horst. Aber habe ich. Na okay, ich hoffe mal, das war jetzt mal lang genug für ein Part, weil ich weiß nicht, das ist mit Darksiders, das kann sich vielleicht immer ein bisschen ziehen. Da habe ich Angst, lange Sessions zu machen, aber das ging ja bis jetzt. Ja, dann hoffe ich mal, dass es so bleiben wird und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn dann.